Ich bin Dave Burkhardt, hier Jugendpastor und mega cool, wie ihr euch vorgestellt habt. Ihr seht blendend aus. Ihr seid die drei Fragezeichen. Ihr habt es ein bisschen aufgelöst, es ist ein bisschen klar geworden, wo die hergehen, die drei Fragezeichen in ihrem Leben. Und ich darf euch jetzt ein paar Gedanken weitergeben, auch zu diesem Thema. Und die drei Fragezeichen, das ist ja aus einem Buch. Aus so Krimi-Büchern, oder sind das? Die drei Fragezeichen. Das erste Buch, das rausgekommen ist, ist schon Jahre her, es heisst die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Und dann, ich habe noch geschaut, es sind noch lustige Titel zum Teil, die drei Fragezeichen und der Superwahl. Was das so immer bedeutet, die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Also es geht irgendwie in diesen Büchern um so Fälle, die man so lösen im Leben, um so wichtige Sachen zu entdecken. Und die drei Fragezeichen, das ist ganz spannend. Ich habe mal probiert, anfangen zu lesen. Also nicht, als ich noch jung war. Und dann habe ich noch gar nicht gerne gelesen. Und das hat mich nicht so gepackt. Keine Ahnung, jetzt lese ich mega gerne. Da hat jemand ganz viel da in mir, dass ich gerne lese. Ich habe eigentlich gar nicht gerne gelesen. Früher. Aber ich kann mich schon erinnern, es haben viel gelesen, da die drei Fragezeichen. Vielleicht wisst ihr das auch ein bisschen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, was ist so der Fall, den ihr lösen sollt im Leben, wenn es um den Glauben geht? Was ist der Fall, den man lösen soll? Und ich habe dieser Predigt habe ich den Titel gegeben für euch: Die drei Fragezeichen und das Geheimnis des Glaubens. So mysteriös, schon fast ein bisschen, oder? Das Geheimnis vom Glauben. Was ist das Geheimnis vom Glauben? Und ich glaube, es ist ganz viel versteckt im Glauben, wo man herausstellen darf. Es ist ja nicht ein Geheimnis wie ein Mysterium. Wenn man es sucht, lässt sich es gar nicht finden oder lässt sich irgendwo in Luft aus. So ist der Glaube nicht. Der Glaube lässt sich finden. Aber es ist wie etwas, das man nicht sofort gründlich erklären kann. Es ist nicht etwas, Gott sieht man ja nicht sofort. Aber ich glaube im Fall trotzdem, dass Gott sichtbar werden kann. In einer liebenden Tat, in einem Wunder und Zeichen hier auf dieser Welt. Es kann sein, dass Gott sichtbar wird. Aber es ist wie ein Geheimnis. Und ich weiß nicht, kennt ihr das Geheimnis vom Torino-Schokistängeli? Kennt ihr das? Das Geheimnis vom Torino-Schokistängeli? Ich sage dir, die müsst essen, dann wisst ihr es. Oder? Torino-Schokistängeli kennt ihr, oder? Also ich kann das gut erklären, aber das Geheimnis kann ich nicht erklären. Ich müsst essen, dann wisst ihr es. Heute Mittag oder am Nachmittag in einem Kiosk, wie geht das Torino-Schokistängeli kaufen. Dann nehmen sie es zum Mund, dann merkt ihr das Geheimnis vom Torino-Schokistängeli. Das ist so fantastisch fein. Das ist flüssige Schoki. Oder? Im Glauben ist es recht ähnlich. Du kannst vieles erklären, aber ganz vieles müsst ihr selber erfassen, ergreifen, ergründen, für euch erfahren. Weil ich kann so viel sagen heute Morgen für euch und auch für die, die zulassen. Aber ich weiss nicht, ob es euer Herz durchdringt. Das kann Gott machen, aber ich kann auf den Weg gehen, um das Geheimnis vom Glauben zu ergründen. Und es ist auffindbar. Ich habe mich gefragt, was könnte das Geheimnis sein? Könnte das Geheimnis sein, dass wir viel Bibel studieren und die Bibel kennen? Ist das das Geheimnis vom Glauben? Ich bin echt zum Schluss gekommen, nein, das ist es nicht. Ich habe 3,5 Jahre Bibel studiert, schon vorher ein bisschen Bibel gelesen und nachher auch noch. Und ich bin zum Schluss gekommen, es ist super, Bibel zu studieren, aber es ist irgendwie nicht das Geheimnis vom Glauben hinter allem. Ist das Geheimnis, dass wir irgendwo in die weite Welt gehen, einen Einsatz machen und vielleicht Leute von Jesus erzählen? Das ist so ein junger Trieb, mal weg aus der Schweiz, aus dieser Kultur, in eine andere Kultur, in ein anderes Land, wo immer, raus und vielleicht sogar einen Einsatz machen für Jesus. Ist das das Geheimnis vom Glauben? Ich denke nicht. Das ist gut, es kann das Resultat sein von einem inneren Drang, wie es auslöst. Ist das Geheimnis vom Glauben heilig und Wunder? Eine Heilung, die du erlebst, oder ein Wunder. Ich habe schon verschiedenste Wunder erlebt, sichtbar in meinem Leben. Und das hat mich immer so gepusht in meinem Glauben. Ich dachte, ja, Gott ist real. Er ist da. Er ist real. Aber trotzdem komme ich zum Schluss, oh, das allein ist nicht das Geheimnis vom Glauben. Das ist ein ganz starker Nebeneffekt von meinem Glauben.
ist Nächstenliebe, rein der Fakt Nächstenliebe. Bin ich recht nach diesem Thema. Ich hatte eine gute Kollegin, mit der Sozpatch studiert, und die hat brennt für andere Leute, die Jesus nicht kennt, in ihrem Herz. Aber die hat so eine Leidenschaft gehabt, sich anderen zu verschenken. Und diese Leidenschaft ist ihr zum Zerbruch geworden. Und sie hat sich nach einem Jahr, nach dem Studium, das Leben genommen. Rein Nächstenliebe, ich glaube schon nicht das Geheimnis vom Glauben, ist möglichst viel arbeiten in der Gemeinde oder in der Church, so mitarbeiten. Ist das das Geheimnis vom Glauben? Nein, ich glaube auch nicht. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt und der Grund vom inneren Drang. Hey, ich glaube, das Geheimnis vom Glauben, jetzt habe ich lustig gemacht, oder? Ist einfach, aber nicht leicht. Es ist echt simpel, einfach, aber es ist nicht leicht, das zu entdecken. Und wenn wir auf den Weg gehen, auf dem Geheimnis vom Glauben, müssen wir zuerst mal fragen, wie ist eigentlich Gott genau? Weil viele haben verschiedene Vorstellungen über Gott. Ich weiß nicht, was ihr auch für eine Vorstellung habt oder der. Viele stellen sich als Grossvater vor. So alt, aber weise. Alter Mann irgendwie. Ein Weise ist schon, ja. Viele stellen sich Gott als höheres Wesen vor. Irgendetwas so ein bisschen Mysterisches. Nicht fassbar. Und viele stellen sich Gott als so eine Art Polizist vor. Der sagt dir, was du nicht darfst. Und bei ganz vielen ist es die Kombination von all dem. Irgendetwas, oder? Die Kombination von dem, irgendetwas ist ein bisschen ausgeprägter. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann zeigt uns die Bibel ein anderes Bild von Gott. Nämlich beschreibt uns die Bibel, wir sollen auf seinen Sohn schauen. Im Hebräerbrief steht nämlich, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Wenn wir Gott ergründen wollen, und das wollen viele, das ist eigentlich eine der grössten Wissenschaften in dieser Welt, Gottes Wesen zu ergründen. Wenn wir das ergründen wollen, ist unser Blick von der Bibel her so auf einen Sohn gehen, weil er hat die Herrlichkeit vom Vater widergespiegelt auf dieser Welt. Also, willst du Gott erfassen? Schau auf seinen Sohn, auf Jesus. Schau auf seinen Sohn. Er hat selber gesagt, wer mich sieht, der sieht der Vater. Johannes 12, 45. Aber wie ist jetzt Gott, wenn wir auf den Jesus schauen? Ja, wie ist er jetzt denn? Und ich glaube, Jesus offenbart eine Art, oder zeigt Gott als ein Vater, der in seiner Liebe alles gibt, um das Verlorene in dieser Welt, uns Menschen, zu gewinnen und neues Leben zu geben. Das glaube ich. Johannes 3,16 steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben. Damit jeder, der an diesen Sohn glaubt, der auf ihn schaut, der ihn fokussiert und vertraut ihm, wird nicht verloren gehen, ewig, sondern ewiges Leben haben. Ich glaube, wir müssen auf Jesus schauen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen wollen. Jesus ist wie ein Abbild vom himmlischen Vater. Jesus hat ein gerechtes Leben gelebt. Er war in allem gerecht. Und trotz seiner Gerechtigkeit und ohne falsch und nichts, hat er die ganzen Fehler von dieser Welt, von meinem Leben, glaube ich, von uns Menschen auf sich genommen. Echt aus Liebe. Das ist wieder Ursprung. Gott ist Liebe. Er will sich uns verschenken, um uns neues Leben anzubieten. Das ist wie die Grundlage, glaube ich, ein Evangelium-Grundlage für das Geheimnis zu erfassen. Aber wie ist das Geheimnis genau? Das ist, glaube ich, noch nicht gewesen. Wenn wir jetzt dem Jesus Glauben schenken, gehen wir mal davon aus. Wir wollen dem Jesus Vertrauen schenken und ihm Glauben schenken. Was ist denn das Geheimnis mit dem? Und ich habe da etwas mitgelassen. Ich glaube, es hat mit dem zu tun. Nicht mit der Homebase, so, dem Säckchen, sondern mit dem, was da drin ist. Ich glaube, es hat mit dem etwas zu tun. Und da drinnen hat es verschiedenste Sachen. Ein Brötchen, zwei Brötchen, drei Brötchen, vier Brötchen, fünf Brötchen, glaube ich. Ja, fünf Brötchen und noch zwei Fische. Zwei Fische, fünf Brot. Ich glaube, in dieser Symbolik versteckt sich ein Geheimnis vom Glauben.
Viele, die die Bibel kennen, die brattern jetzt gerade, oder? Jesus hat ein Wunder da, wo er 5'000 Leute hat zu essen gegeben aufgrund von 2 Fischen und 5 Brot. Wahrscheinlich waren es noch mehr Leute gewesen. Wir rechnen oft nur die Männer in der Bibel, da waren die Frauen dabei, die Kinder, sicher 10'000 Leute. Ich habe mir so vorgestellt, Stockhorn Arena zu tun. 10'000 Nasen, 2 Fische, 5 Brot, vielleicht 5 Burger, 2 Portionen Pommes. Ganze Stockhorn Arena. Das Wunder ist ganz speziell. Und viele probieren es zu gründen. Es ist ja so, dass ganz viele Leute zu Jesus gegangen sind in dieser Zeit. Es ist beschrieben in allen 4 Evangelien. Johannes 6, könnt ihr es nachlesen. Es ist ein Wunder, wo ganz viele Leute zu Jesus gekommen sind und wollten geheilt werden von ihrer Krankheit. Sie haben alle Kranken gebracht, wie es die Kranken geheilt hat. Und es waren ganz viele Leute, die haben geredet und geredet mit denen und sie geheilt. Und dann haben sie Hunger bekommen, sie waren auf dem Weg zum Passafest, es war kurz bevor gestanden. Wahrscheinlich haben sie gedacht, sie kaufen dort alles ein und darum haben sie viel nicht dabei gehabt. Und dann sagt Jesus zu einem seiner Jünger, wie könnten wir die alle hier füttern? Also Jesus war im vollen Bewusstsein, dass die alle irgendwo zu essen brauchen. Und dann kommt Philippus und fängt an zu rechnen. Sind viele. Da verrechnet 200 Denar, umgerechnet vielleicht 15'000 Franken, vielleicht im heutigen Wert noch viel mehr. Spielt nicht so eine Rolle. Und dann kommt Andreas, der Bruder von Petrus, kommt und sagt, das ist da noch ein Giel mit einem Turnsäckchen. Kommt da in die Stockhorn-Arena zu laufen, zum Mitstreit, weißt du, und kommt mit 2 Fisch, 5 Brötchen. Und wenn wir das Geheimnis, glaube ich, von dieser Geschichte gründen wollen, kommt jetzt in dieser Geschichte der entscheidende Satz. Weil dann sagt der Andreas zu Jesus, es ist da ein Giel mit 5 Brötchen und 2 Fischen, aber was ist das schon? Was ist das schon? Schaut, wenn wir das Bild uns vorstellen, dass da ein Bub in der Stockhorn-Arena steht und das Säckchen auftut. Wisst ihr, was das ist, wenn man das auspackt und sagt, das ist alles, was wir haben? Wisst ihr, wie man dem sagt? Das ist armselig. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Das reicht nicht. Das reicht nie nachher. Dort hat Jesus, glaube ich, die Jünger herführen. Habt ihr gewusst, das berührt mich so an dieser Geschichte, dass Jesus im vollen Bewusstsein war, dass sie genau dorthin werden kommen. Er fragt ja den Philippus, wie wollen wir die hier zu essen geben. Ihm ist voll bewusst, dass genau zu dem Punkt kommt, dass die Jünger checken, das hier, das ist nicht genug. Aber was ist das schon? Was ist das schon in unseren Händen? Was ist das schon? Und dann dankt Gott Jesus für die 5 Brote, die 2 Fische. Und dann kommt die wundersame Vermehrung, die wir uns fast nicht vorstellen können. Es bleiben 12 Körbe voller Brot und Fisch übrig. Unglaubliche Story. Aber ich will nicht das Wunder allein darauf eingehen, sondern auf den Fakt. Aber was ist das schon? Es ist nicht genug. Und das ist ein geistliches Prinzip, das ich ganz wichtig finde. Vor Gott sagen, es ist nicht genug. Jesus sagt selber in Matthäus 5,3, sagt er, glücklich sind die, die geistlich arm sind, nichts zu bringen haben, nicht genug haben, nicht ausreichend. Versteht ihr? Nichts können bringen. Denen gehört das Himmelreich. Denen gehört das Reich vom Vater. Wie viel grösser ist das Himmelreich als mein Reich, das ich sehe in meiner Welt, in meiner Szene, in der ich lebe? Die arm sind im Geist, die kommen, ich habe einfach 2 trümmelige Fische und 5 Brötchen. Und nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Und bei Gott ist nicht genug immer genug. Wisst ihr, dass es in dieser Welt umgekehrt ist? In dieser Welt ist immer nicht genug, nicht genug. Oder? Also, du kannst dich um deine Schönheit bemühen, um dein Wissen, um Erfahrungen, die du machst, Erlebnisse, um Beziehungen, aber es ist eigentlich nie genug. Die Welt sagt dir immer, es reicht nie.
müssen wir mal beobachten. Du hast eigentlich nie genug Erfahrungen gemacht, nie genug Ferien, wo du gute Erlebnisse kannst deinen Kollegen erzählen. Du bist auch nie genug schön. Schlau bist eh nie genug. Es lagt oft, ich habe wie ein inneres, es lagt nicht. Und ich will mehr und mehr und mehr. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Dort ist nicht genug, immer genug. Und wieso ist das so? Wieso ist das bei Gott so? Und Jesus erklärt es. Erklärt es nachher später. Die Leute waren nämlich bei Jesus dort. Johannes 6, könnt ihr es nachlesen. Und sie waren völlig baff. Und ich denke, what? Das ist unglaublich, was wir da erlebt haben. Und dann wollten sie irgendwo zum König ausrufen. Die haben gehofft, dass er König wird über ganz Israel. Wieder David von vorderen Zeiten und uns aus der Gefangenschaft von den Römern befreit. Er ist unser König. Und Jesus geht davon, hat die Stille müssen. Dann kommt die Story, wo er über den See läuft, den Jüngern so begegnet. Und dann sind sie an dem See. Und die Leute, die warten, die haben gegessen, die übernachten der, die Jünger und Jesus übernachten hier. Und dann gehen die vielen Leute über den See und wollen zu dem Jesus Fragen stellen. Und dann kommen sie zu Jesus und Jesus sagt, ich weiss, wieso dass ihr kommt. Und ich sage jetzt euch, was ihr müsst tun. Ihr solltet euch bemühen, dass ihr gestillt werdet innerlich, dass ihr nie mehr Hunger habt. Dass ihr nie mehr Hunger habt. Dann sagt er, ich gebe euch zu essen, dass ihr nie mehr Hunger habt. Und er ist völlig verwirrt. Was? Was? Du? Also, wir wissen von unseren Grosseltern, Grosseltern, unseren Vorfahren, die waren in der Wüste, die sind raus befreit worden, auch von der Sklaverei, aus der Zeit, wo sie dort, das Volk Israel befreit wurde, aus der Sklaverei von Ägypten. Und nachher ist das Manna vom Himmel gekommen, das Gott gegeben hat, dem Volk Israel täglich, immer das Manna, genauso viel, wie es gebraucht hat. Und dann fragen sie Jesus, ja, kannst du uns beweisen, dass du uns das tägliche Brot gibst, wie das Manna, das vom Himmel kam, täglich so, oder? Und dann sagt Jesus den entscheidenden Satz, hey, Freunde, ich bin das Brot vom Himmel. Ich bin das. Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das Innerliche, das euch ewigen Hunger stillt. Ich bin das Brot vom Leben. Wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr nie mehr Hunger haben. Und ich glaube, Jesus ist in uns die Versorgung von unserer Bedürftigkeit, von nur 2 Fische und 5 Brötchen zu bringen. Wo nicht reicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, 2 Fische und 5 Brote eine volle Stockhorn-Arena zu füttern. Ich bin nicht genug. Und Gott sagt, ich aber schon. Ich bin das Brot vom Leben, das niemand mehr Hunger muss haben. Ich bin's. Du kannst es nicht bringen, aber nicht genug ist bei mir genug, weil ich es ja bin, der den Menschen das Brot gibt. Jesus führt uns in ein neues Leben, glaube ich, wo er das Wunder tut in uns, nicht mehr müssen. Ist mir aufgefallen bei dieser Story von diesen 5'000 oder 10'000, dieser Stockhorn-Arena, die da gefüttert wird. Ist mir aufgefallen, dass der Philippos zuerst, die erste Reaktion von seinem Jünger, wo Jesus sagt, hast du eine Idee, wie wir das machen könnten? Dann kommt er auf die erste Idee, ja, jetzt zähle mal mein Geld, schau mal, wie viel braucht es. Das ist die erste Reaktion, die wir Menschen haben. Wir probieren es einfach mal selber irgendwie herzubringen. Selber irgendwie zu probieren, das braucht 15'000 Steine, ja, jetzt müssen wir Spenden aufrufen. Oder jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt Spots haben nochmal. Es steht übrigens gar nicht, wie viel Geld die Jüngeren hatten. Vielleicht haben sie so viel gehabt, ich weiß so nicht, der auf Platz oder so. Aber das ist die erste Reaktion, die wir Menschen haben. Aktiv werden, jetzt müssen wir es. Und Jesus will nicht an diesen Punkt her, er will an diesen Punkt her, der sagt, das ist nicht genug. Das ist nicht genug, das reicht nicht hier. Das ist nicht genug, aber ich bin genug für euch. Versteht ihr den Punkt? Oder wo im Alten Testament hat Gott sein Volk rausgeführt aus Ägypten, aus der Versklavung gerettet und reingeführt nach Kanaan in ein neues Land. Seht, ich verspreche euch das. Im Neuen Testament geht es darum, dass Jesus uns rausruft aus der Sklaverei vor Sünde, wo uns trennt von Gott und reinruft in ein neues Leben. Er holt uns im Fall nicht nur raus aus irgendetwas, wo er hat ein schönes Leben, sondern er führt uns in ein neues Leben. Und in diesem Leben versorgt er uns täglich mit seinem Manna, mit seinem
mit seinem Brot. Wie im Alten Testament. Das ist ein Sinnbild auf Jesus her. Dass er täglich versorgt. In Abhängigkeit zu ihm werden wir täglich versorgt. Wir können jeden Tag sagen, ich genüge nicht. Und das ist genug bei Gott. Das ist genug bei Jesus. Und darum, Freunde, da kommen wir jetzt dem Geheimnis ganz nah, sagt der Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe ich gar nicht mehr, weil ich merke, ich genüge nicht. Ich bin arm vor Gott geistlich und sage, ich nicht, ich schaffe es nicht. Jetzt musst du. Und das ist genau die Position vom Geheimnis, was das Geheimnis anfängt. Das ist echt die Kapitulation von unserem Leben. Spannend ist ja, dass das ist echt wie, wenn du mit diesen zwei Fischen und mit diesen fünf Brot zu Jesus kommst, oder wie der Andreas, der Bübel kommt mit dem Säckchen. Und was ist das schon? Ist das eigentlich ein geistlicher Tod? So Kapitulation, so Fahnenweihen. Wir haben es nicht. Nein, trümmelige zwei Fische, fünf Brot. Das ist wie kapitulieren, wie sterben. Aber versteht ihr, wenn man stirbt vor Gott und nachher Gott ein Wunder tut, das so viel Dimension, so viel stärker ist, als wir uns hätten vorstellen können, ist das Sterben ein Verlust? Oder ist Sterben sogar ein Gewinn? In diesem Bild. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Dass wir geistlich dürfen sterben und das ist sogar ein Gewinn. Der Paulus sagt es sogar. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Zwei Fische, fünf Brötchen. Sterben vor dir, Gott, ich habe euch nichts zu bringen, aber du füllst das echt, vermehrst es. Der Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, war im Zweiten Weltkrieg, der doch mit dem Tod irgendwo nach ist und er ist ja schon umgebracht worden aufgrund des Widerstands gegen das Naziregime im KZ, hat gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, wenn Jesus Christus einen Menschen ruft, dann ruft er ihn zu kommen und zu sterben. Versteht ihr? Die drei Jungen, das zu entdecken, dass ich geistlich muss sterben vor Gott. Vorhin hat jemand gesagt, ich sterbe immer wieder geistlich, innerlich vor Gott. Auch vor einer Predigt, immer wieder. Kapitulieren, sagen, oh, ich weiß auch nicht. Ich kann das eigentlich nicht. Du musst es füllen mit Wort. Ich kapituliere wieder. Ich sterbe immer und immer und immer wieder. Geistlich, innerlich. Und das ist so ein Geheimnis, das zu ergreifen, wenn Jesus dein Leben erfüllt und das erweitert, vermehrt, was du nicht kannst. Bei Jesus ist nicht genug, immer genug. Freunde, das ist ein schönes Evangelium. Hans-Peter Reu hat über das ein Buch geschrieben, könnt ihr mal lesen. Das Buch heisst, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Hä? Nochmal. Ist gut. Nochmal. Du musst sterben, bevor du lebst. Du musst geistlich sterben, bevor du wirklich das wahre Leben, das neue Leben, das Jesus uns anbietet, bekommst. Du musst zuerst mal sterben innerlich und checken, ich brauche den Gott. Ich muss abhängig werden von ihm. Weil damit du kannst leben, bevor du wirklich nachher am Leib stirbst. Dass du ein Leben hast über den Tod aus. Ich bin selber das am Durchbuchstabieren in meinem Leben, im Moment. Das habe ich noch nicht total ergriffen, was das wirklich bedeutet, das Geheimnis. Aber es ist wie etwas, das ich immer mehr probiere rauszuschälen. Es geht echt gar nicht um mich. Es geht gar nicht um Johann, Olivia oder Noah. Es geht mehr um Christus in euch. Weil Paulus sagt, ich nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Geheimnis ist so kostbar. Und jetzt lesen wir noch, als ich zur Bestätigung, oder wo wir so, wenn wir jetzt das alles gehört haben, im Kolosserbrief ist das Geheimnis beschrieben. Wo ich sage, wenn ihr das so gehört habt, glaube ich, geht wie ein Licht auf, wenn der Paulus das so beschreibt. Kolosser 1, da steht, dass das Geheimnis ist verborgen war. Und jetzt ist das Geheimnis, dass jetzt allein der Christ ist enthüllt worden. Oder das ist jetzt der Christ, allen Christen, nicht allein, allen Christen enthüllt worden. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder. Also wie die Vermehrung von diesen Fisch und diesen Brot. Ein unbegreifliches Wunder. Um das
geht es, das Geheimnis, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereit hat. Echt für alle, die da sind, für alle, die im Livestream zuschauen. Für alle. Ihr, die zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Ich bin nicht genug, aber es langt. Christus lebt in mir. Der langt nämlich. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Da heißt es noch, und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Am Anfang haben wir da ergründet, wie ist Gott? Und da ist ein Vers im Hebräerbrief, hat es noch geheißen, schaut auf den Sohn, der Sohn ist wie ein Abbild von Herrlichkeit von Gott. Wartet so, und hier heißt es, damit, wenn Jesus in euch lebt, habt ihr eine feste Hoffnung und Anteil an seiner Herrlichkeit. Also Gott repräsentiert, Jesus repräsentiert Gott auf der Welt und entscheidet sich in uns zu leben durch seinen Heiligen Geist. Und an dem haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Das ist Evangelium, Freunde. Dem folge ich nachher. Und wie gesagt, ich bin das irgendwie am Durchbuchstabieren für mein Leben. Und ich probiere oft zu beten am Morgen, dass Jesus mir das Kleine, das ich geben kann, die zwei trümmeligen Fische und die fünf Brötchen nimmt und sagt, füll das. Leb du mein Leben. Bist du die Kraft in mir? Bist du die Weisheit? Du füllst das. Ich bin nicht genug. Ich länge nicht. Jeden Morgen merke ich, ich länge nicht. Füll das. Mach das in mir. Und ich merke, das Leben bekommt mehr Kraft, mehr Hoffnung und mehr Freude. Und was ich so kostbar finde, ist, was ich mir sehne, eigentlich danach, passiert in meinem Inneren. Das heisst, was ich mir so sehr sehne, ist Liebe, eine tiefe, hingebende Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wisst ihr, wo das vorkommt? Das ist in Galater 5, 22, Frucht vom Geist. Schaut, wenn Jesus das Leben fängt an zu leben in uns, darf die Vermehrung machen in uns. Wir können sagen, ich kapituliere, ich bin arm und jetzt macht du das Wunder in mir, dass ich genügen kann oder dass mein Leben überhaupt lebenswert ist und ein neues Leben darf haben, dann passieren so Wunder in uns. Wie eine Liebe für andere oder Geduld. Und das brauche ich. Ich brauche eine Liebe für die Welt. Ich brauche eine Liebe für Menschen. Ich brauche das viel mehr als ein krasses Wunder. Das ist echt das Wunder, das ich brauche. In mir. Versteht ihr? Ich brauche vor allem Geduld für meine Kinder, für meine Frau. Das ist das Wunder in mir. Ich brauche Frieden. Tiefen Frieden, dass ich nicht immer gekastet und gestresst sein im Leben und das Gefühl habe, ich muss den Frieden selber suchen. Ein tiefen Frieden, den Gott mir gibt. Innerlich. Eine Freude. Und ich brauche Liebe. Und ich bete, dass Gott mir, oder Jesus in mir, das Herz zerbricht. Oder er hat, sein Herz ist schon lange zerbrochen über uns Menschen. Er liebt uns so sehr. Sein Herz ist schon lange zerbrochen. Darum bete ich oft, wenn ich irgendwo hergehe, zerbrich auch hier mein Herz, für das ich andere liebe. Mach es hier, zerbrich es, weil es ist eh schon gebrochen. Und dann kann ich aus dieser Liebe andere Menschen gerne haben. Aus dieser Kraft Geduld haben. Aus dieser Kraft treu sein, nachsichtig sein und ein selbstbeherrschter Mann sein. Freunde, das sind Früchte vom Geist. Danach sehne ich mich so sehr. Wenn ich so zurückschaue, ihr fällt jetzt an, kommt ja in Lehre. Alle starten in der Lehre, super. Ich habe eine Lehre gesagt, eine Banklehre habe ich gemacht. Ich war sehr nervös vorher. Schickimicki anlegen immer und irgendwie in so einer Bank sehr viel Geld, du siehst viele Zahlen und so. Ich war echt nervös irgendwie vorher, vordran und so. Und mir kommt in ganz vieles rein, was einmal unbewusst ist oder unsicher ist. Man kann einem sogar Angst machen, man kommt Erwachsenheit rein, muss auf eigenen Beinen stehen, immer mehr. Und dann geht es immer noch mehr. Oft um dich und um Verbesserung und Verbesserung. Und glaub, nebendran ist Gott, der sich wünscht, Jesus, der da steht und sagt, hey, lass mich immer wieder in mein Herz, ich will gerne, dass ich durch dich darf in deine Welt hineindienen. Die Liebe zeigen, die ich habe für die Menschen. Weißt du, in die Küche rein, im Seepark. Weißt du, in die Lonza. Ich kenne Leute dort, die glauben, oh Jesus, das wirst du zusammen mit denen machen können.
ins Login rein, die kennen ja Blaser schon, den, der Micha. Hey, in die Buden rein, dass Jesus darf in die Buden reinstrahlen und Herrlichkeit darf rauskommen durch euch. Versteht ihr? Das ist so ein Geheimnis. Aber es fährt in dem Moment an, wo wir kapitulieren, sagen, ja, zwei Fische, fünf Brötchen. Das längt nicht. Längt nicht. Stockhorn Arena ist zu gross. Das längt nicht. Aber Gott füllt es. Gott füllt es. Zerbricht du mein Herz für andere, ist so mein Gebet geworden. Wisst ihr, noch zum Schluss, die Band darfst du schon vorkommen. Ich habe gemerkt, das Christsein wird so ganz dynamisch und eigentlich kraftvoll. Weil, wenn ich es aus meiner Kraft tue, merke ich, ja, eben, ich kann ja schon probieren, Stückchen zu machen und zu verteilen und versuchen, irgendwie zu sagen, komm, nimm doch etwas. Weißt du, Johann noch ein bisschen. Da kann ich auch noch ein bisschen so. Aber ich kann schon versuchen. Aber es ist irgendwie, ich merke, es wird zum Problem. Der wird vielleicht noch mehr und dann noch mehr. Zu wenig Kraft, das können, zu managen. Das meine ich wirklich ernst, auch im Geistlichen. Und, aber Jesus hat etwas ganz anderes versprochen. Er hat eigentlich Kraft versprochen. Er hat den Jüngern gesagt, bevor der Heilige Geist kam, hat gesagt, wartet hier und ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Versteht ihr? Das ist eine Kraft. Das Reich Gottes besteht in Kraft, steht in der Bibel. Nicht aus Krampf. Das Christsein ist kein Krampf, sondern eine Kraft, die in uns wirkt. Und das zu erleben, das ist fantastisch. Und in diesen Jahren, seit ich in der Bank war, nachher als Sozpad, habe Menschen irgendwie dienen, als Jugendpastor Menschen dienen und weitergehen, schon gleich in einen anderen Dienst für Jesus, merke ich, ich will dieser Kraft folgen. Ich habe das Geheimnis erst spät entdeckt und muss es für mich immer noch buchstabieren, täglich. Bist du die Kraft? Ich will aus Kraft leben und nicht aus Krampf. Und plötzlich wird das Leben wie sinnvoll. Es wird wie eben kraftvoll. Und dann wird wie all das, wo man das Gefühl hat, ich müsste oder so, wird eigentlich zu einer logischen Folge. Ich will nämlich nach Bibel lesen. Weil ich will den Jesus kennenlernen in mir. Ich will nachher anfangen für Menschen beten um Heilung, weil ich weiss, das Wunder wirkt in mir. Das bin nicht ich. Ich bin nicht genug. Schon manchmal für Menschen beten, die nicht geheilt wurden, die sind geheilt worden. Vielleicht sind die geheilt worden, die ich gar nicht weiss. Ist doch gleich. Aber Jesus tut es. Aber es ist wie das Kapitulieren immer wieder. Aber dann bekommt es Kraft, weil Jesus darf es tun. Und das wünsche ich so sehr, dass Jesus euer Leben weiss, darf leben. Ich will beten. Jesus, danke vielmals für die Botschaft. Ich bin so stolz, dürfen Christ sein, weil du mir nicht nur einen Auftrag gibst, sondern weil mir sogar Kraft gibst, diesen Auftrag zu erfüllen. Das finde ich bei keinem anderen, keinem anderen Gott, keinem anderen Religion oder irgendeinem System. Ich finde es in dieser Beziehung zu dir, Jesus. Eine Kraft, die wirkt in mir. Wenn ich komme und die zwei Fische bringe und die fünf Brot. Und ich bete, dass wir das ergreifen und erfassen, das Geheimnis vom Glauben. Ich bete für die drei, dass sie dürfen den Start in die erwachsene Welt oder in die Welt von Lehre, von ganz vielem, was wir kommen, dass sie dürfen ihre Bewusstheit jeden Tag aufwachen, dass du der Versorger bist in ihnen, das Brot vom Leben, das über einen lieblichen Tod ausgeht. Dass du sie mit dem segnest, dass sie dürfen erkennen, du wirkst in mir. Nicht ich muss irgendetwas vollbringen, sondern du bist die Kraft in mir, die das alles rausbringt. Liebe, Frieden, Freude, Güte, Nachsicht, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, die Früchte, die du vorbringst, Jesus. Dir sei alle Ehre. Halleluja.